So, 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 YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir machen einen 18K-Run, das bedeutet, wir machen ein Custom Local Game mit unserem altbekannten Preset. Wer es nicht kennt, guckt sich die ersten Folgen an. Da erklären wir das genauer. Wir machen 3 Runden, unendlich viel Zeit und starten rein und versuchen den genauen Punkt zu finden, wo wir jetzt abgesetzt werden in diesem Game. Wir landen irgendwo random und ich sag, heute landen wir in Kanada. Ich würde spontan sagen, ist nicht Kanada. Der Ton knistert etwas, wenn du sprichst. Das ist die Klima- und Ventilatoranlage. So ist es halt. Da kann ich nicht ändern. Wem es nicht gefällt, der muss abschalten. So einfach ist es. So. Okay, wir sind auch noch in der Sackgasse drin. Okay. Ich würde spontan natürlich hier in die Richtung gehen. Wahrscheinlich Taiwan in die Richtung. Oder Südkorea, Longgong Eel Road. Nee, das sieht ja nach taiwanesischen Straßennamen aus. Oder japanisch. Fahren wir weiter. Indonesien. 7-Eleven ist Taiwan. Ist auch sehr warm da. Die haben auch Klimaanlagen. Ich hätte auch gerne eine Klimaanlage. Ich habe mich heute ein paar Stunden in einem Laden aufgehalten, weil er klimatisiert war. Das war sehr, sehr angenehm. Aber, ja, man kann nicht alles haben. Wenchulane. Indigo Indian Cuisine. Auto Detailing. Also Detaching oder machen sie Details drauf? Und wenn ja, was für Details? Das sieht irgendwie aus wie so ein Tatort. Also Transporter 3 wurde wahrscheinlich hier gedreht. Gleich mit den Leichen hier reingefahren, dann im Öl drumherum gekämpft und ja, nicht wahr? Okay, wir haben nichts gesehen. Taiwan Buffet. Ich würde sagen, das erklärt den Rest. Ich würde auch sagen, wir sind in einer größeren Stadt. Das Problem ist, in Taiwan sind alle Städte riesig. Das bedeutet, ja, mal Norden, Osten, Süden. Ja, wir müssen Richtung Westen fahren, dann kommen wir nämlich ans Wasser und daran kann ich erkennen, wo wir sind, wenn ich Glück habe. Oder wir kreuzen hier eine große Straße, die aber meistens sich durchs ganze Land schlängeln. Das da hilft aber deutlich, würde ich sagen. Die Keelung Road. Soweit ich weiß, müsste die in irgendwo hier sein, nicht? Gut, die können auch mehrere Keelung Roads haben. Aber die war hier, glaube ich, am Wasser. Keelung Road oder so. Einmal waren wir an der. Es geht zur 1 und zur 3. Aber gut, Keelung ist, glaube ich, weil das ja in Hongkong ein Stadtteil ist, glaube ich, hier öfter vertreten. Da ist die 1 und da ist die 3. Nicht, aber die laufen mal parallel. Das heißt, alle größeren Städte kommen eigentlich in Betracht bei 1 und 3. Okay. Freeway. Tiding Inching. Du sagst auch Norden. Ja, Norden würde ich auch gehen, nicht? Ich wäre durchaus in New Taipei, Taipei oder Taiyuan. Taoyuan oder sowas. Ich bin noch der Meinung, die Keelung Road hier gehabt zu haben mal. Aber ich sehe sie jetzt spontan nicht. Seven-Eleven gibt es in Japan, USA, Thailand, Südkorea, Republik China, Hongkong.
Macau, Republik China, Taiwan, ja, Malaysia, Mexiko, Kanada, Australien, Singapur, Philippinen, Indonesien, Norwegen, Schweden, Vereinigte Arabische Emirate, ja. Aber trotzdem, meistens erinnern sie mich sofort an Taiwan, wenn ich sie sehe. So, haben wir denn eine andere? Nanjing E-Road. Nanjing. Jinx. Yaping. Kangyan Road. Sehe ich alle hier nicht, ne? Wir können ja auch noch weiter hier hinten sein. Wir fahren mal weiter. Nach Westen aber wollte ich. Hier. Zu Songhun District, Naihu District. Finden wir die Songshan? Da. Okay, es geht also nach Norden, nach da. Das heißt, wir sind hier wirklich drin. Das heißt, wir müssen sie nur noch sehen. Wir sind ja hier, glaube ich, gerade rübergefahren. Kann das sein? Songjun-ing Road? Ecke Naiho Road. Wenn wir die sehen, wäre ich ganz glücklich. Daihu, Minzu. Shankum. Klingt alles ähnlich, aber nicht das. Okay, wo ist ein Naihu? Vielleicht sind wir ein Stück südlicher. Naihu sehe ich nicht. Baitu sehe ich. Wanshu, Datong. Okay, aber sagen wir mal irgendwo hier in der Ecke, in der näheren. Und die Straße geht, vielleicht sollten wir uns daran orientieren, die geht Nord-Süd. Aber die andere geht Südost-West und macht einen Bogen über uns. Das ist doch sehr markant. Keelung ist eine Stadt, auch noch neben Taipei, aber wir sind ja Keelung-Straße. Und ich glaube kaum, dass es hier eine direkte erkennbare Straße gibt, die nur nach Keelung führt. Ich dachte aber, Keelung war in Hongkong der Bezirk. Den ich immer nicht sehe. Nee, das war Nolon. Ah, Nolon war das. Ah, ich verwechsel die beiden immer. Nolon. Keelung, Nolon. Bolon. Bolognese. Oh, Bolognese hätte ich jetzt ganz gerne, muss ich gestehen. Egal, wir fahren weiter. Nach Westen wollte ich. Ich will nämlich eigentlich ans Wasser kommen, weil dann habe ich einen Orientierungspunkt, wie weit das Wasser weg ist. Jetzt haben wir West-Ost gerade, ja, macht ja auch Sinn. Das heißt vielleicht Long Ing Road, Yilin Road. Vielleicht eher hier unten die. Das Problem ist, man sieht, ich glaube, die hier ist oben drüber. Kann das sein? Aber die ist sehr lang und geht nirgendwo ab. Ist die hier oben drüber? Ne, hier ist keine Straße drunter. Das ist echt schwer zu erkennen manchmal. Und unsere kam ja irgendwie so an. Das passt hier leider nicht so gut drauf. Vielleicht hier eher. Aber deswegen will ich zum Wasser. Dann weiß ich ungefähr. Nicht, dann kann ich auch am Wasser einfach lang gehen und die Straße suchen. Wenn jetzt kein Wasser kommt, dann wäre das natürlich ganz schlecht. Ich muss auch wieder reinkommen, nicht? Nach 2 Wochen, wo man das gar nicht gemacht hat. Da fehlt einem auch wieder so die einfachen Dinge. So, Naihu Technology Park über die 1.
So, wenn ich den sehen würde, Naihu, den sehe ich die ganze Zeit nicht. Also wir haben ein Shung Shang und ein Naihu. Hier ist Industrial Zone. Luchu, Wugu, Lutsu, Linku. Und hier oben würde ich ihn nicht mehr vermuten, nicht? Also wenn, müsste das ja irgendwo hier liegen. Aber das Baitu. Hier ist übrigens ganz lustig, ich bin hier mal gestartet bei alten Bildern, das war alles Sumpfgebiet und in einem Bild bist du durch Sümpfe gefahren und im nächsten war eine Großstadt da. Die haben alles trockengelegt. Sehr verrückte Bilder kann man hier auf jeden Fall finden. Nanshi, Wuslin, Daxi, Huku. Also ein Naihu sehe ich nicht. Ist Naihu eine Abkürzung wie Nahikang Kulongshu oder sowas? Nicht, dass ich dann wieder das Falsche suche. Das habe ich oft sowas. Palastmuseum, Bihu, Dahu, Lohas. Manchmal sind auch nur irgendwelche Point of Interest damit gemarkt. Dachi, sich Dachi. Ich meine, nachher gibt es noch einen Chongshan hier unten oder so, nicht? In Taichung. Nicht, dass ich da komplett falsch bin. Weil hier ist Waipu, wir suchen Naihu. Ah, dann hätten wir auch die vier gehabt, nicht? Die hatten wir gar nicht. Wuri. West, East, Baitun. Ja, Baitun nicht, es haben auch beide. Huli, Shushi, Himi, Lukang. Und hier sind auch noch größere Städte, die auch die 1 und die 3 haben. Xiongang. Also sehen tue ich es spontan einfach nicht. Wir fahren mal weiter. Hallo, normaler Mensch. Na eben, ich spiele es nur einmal die Woche, das heißt, zweimal bin ich raus. So, und wir wollten nach Westen, nicht wahr? Aber wir sind noch nicht über Wasser gekommen, das macht mich so ein bisschen stutzig oder zumindest so an Kanalecken. Dominican International School, okay, interessant. Nicht, aber das sind alles keine Dusty Road. Vielleicht ist auch das eine nur der Name einer Straße, dieses Kailung. So wie das hier, Dashi. Vielleicht ist das gar kein Bezirk, sondern eher so eine Gegend, nicht? Die Dashi-Gegend, weil die Nebenstraßen heißen immer so wie die große Straße ganz oft. Und im Norden haben wir nichts mehr. Das heißt, wir sind am Rand und hier muss irgendwas Wichtiges vor uns sein. Militärpalast? Was kann denn hier sein, was man komplett verpixeln muss? Okay. Interessant. Kommt doch gar nicht wieder, ne? Von allen Winkeln. Komplett weg Richtung Westen. Muss irgendeine Tempelanlage sein. Okay, Tempelanlage in dem Westen. Da haben wir die 5G-Masten. Sehr schön. Und jetzt kommen wir an eine Brücke. Das ist doch wunderbar. Das ist nicht wunderbar. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Mückenstiche ich aktuell abbekommen habe. Das ist unglaublich. Mir juckt es überall und das sind richtig fette Dinger. So, da haben wir doch mal was. Damit können wir doch arbeiten, oder? Also nach West-Ost
ein riesiger Kanal. Und da ist direkt ein Park. Es sieht nicht aus wie die Hauptstadt. Nicht, es ist eine Nebenstadt. Ich würde fast sagen, vielleicht hier oben in sowas. Sheng Shong Street? Vielleicht sind wir auch in Sheng Shong gewesen oder bei Sheng Shong. Oder wir sind im Baitu oder sowas. Und hier ist Keelong See. Vielleicht gibt's hier die Keelong Road. Ich meine, das passt auch hier nicht. Das ist ein Park. Das könnte das hier werden. Aber dahinter sehen wir noch eine Hochbahn. Das heißt, hier müsste eigentlich eine Schiene langlaufen. Das heißt, wir gucken hier rauf. Das bedeutet, sehen wir eine andere Brücke? Wir sehen keine anderen Brücken. Also wir sind sehr weit ab und im Westen ist ein Tempel. Das hier sieht eher so aus, nicht? Von der Länge her. Dachi! Das passt besser. Und hier läuft auch eine Bahnlinie lang. Das könnte die sein. Aber sehen wir einen Flughafen? Das könnte zum Flughafen gehören. Der müsste südlich sein. Sieht nicht nach Flughafengelände aus, oder? Also das vielleicht bedeutet, wenn wären wir eher hier. Straßennamen Dashi Street. Von der Fahrtrichtung könnte das hier aber schon passen, aber da passt der Straßenname gar nicht. Hier haben wir keinen Park auf der Seite. Also, das ist eine gute Ecke. Ja, das ist zu klein skaliert, glaube ich. Das würde nicht passen. Haben wir vielleicht in einer Nebenstadt? Da haben wir gar nicht so einen krassen Fluss. Also, ich glaube, wir haben schon die richtige Stelle. Aber sehen noch nicht die Lösung. Weil das hier ist nicht gerade genug, nicht? Das ist alles nicht gerade genug. Das Einzige, was gerade genug ist, ist wirklich dieses Stück hier. Finden wir heraus, wie die Straße da unten am Wasser heißt, dann haben wir es doch. Und hallo Gregor! Willkommen, willkommen! Ist das der Taipei Tower? Könnte sein. Dazi Bridge. Okay, Dazi Bridge. Okay. Wir sind auf jeden Fall hier. Auch wenn ich den Flughafen da nicht entdeckt hätte. Gut, aber da wir jetzt wissen, und wir sind die ganze Zeit in welche Richtung gefahren vom Start aus? Ich bin, glaube ich, nach Osten erstmal, nicht? Nee, ich bin auf jeden Fall nicht nach Osten. Nach Osten kommt gar nichts. Irgendwas 1999 gegründet. So, wie heißt die Straße hier? Huanshan Road, Section 2. Okay, also nach Osten haben wir gar nichts. Hier, Huanshan Road, Section 2. 812 bis 900 irgendwas. Irgendwo hier auf dieser Straße sind wir. Section 2, also irgendwo hier. Wie heißt unser Ding? Okay, Section 1. Wir sind genau dazwischen. Das heißt, wahrscheinlich kommen wir hier raus. Und unsere Straße. Uiuiui. Hab aus Versehen aufs Bild geklickt. Wäre cool, wenn das einen Mausfang-Modus hätte oder so. Da. Huanshin Road.
Road Section 2, Section 1. Okay, hier ist Section 2. Lane 136, hier wäre 29. Lane 51. Lane 170. Oh, das geht auch noch wild durcheinander, nicht? Lane 165, 737 und hier wäre aber schon 3. Das heißt, so weit weg können wir gar nicht sein. Lane 109, 411. Und sind wir nicht die ganze Zeit nach Osten gefahren, um hier ranzukommen? Ich guck nochmal. Na, leicht Südosten, aber eher Osten. Dann kommen wir an die Straße. Nee, kommen wir nicht. Ah, und dann sind wir nochmal nach Norden. Okay, also wir haben eine ganz kleine und kommen dann aus so einer raus. Das heißt, wir können auch auf so einer sein. Lane 77. Oh Mann, Lane 53 wahrscheinlich. Lane 411. Wir suchen eigentlich hier Lane 59, nicht wahr? Warte mal, 59? Das war 53. 77. 26. 25. Hier wird's kleiner, oder? 10. 136. Hier, da sind wir. Dann muss das hier... Ja, das hat wieder keinen Straßennamen. Das ist klasse, oder? Aber hier ist 59. Oh, das heißt, hier kommen wir irgendwo raus aus dem Ding hier, aus der 59. Das ist die 10, das sind die 59.1. Oh, eigentlich kommen wir aus der 59.14. Das ist 1. 30. Hier, aus der hier kommen wir. Aber es kann ja nicht sein. Wir fahren ja nach Osten und kommen hier direkt rauf. Gut, es sagt nur, es geht dahin, nicht? Das heißt ja nicht, dass unsere so heißt. Und wir haben hier noch ein Ding dazwischen. Die Zehner sind wir. Okay. Das macht auch mehr Sinn, dass wir in der Zehner sind. Und wir sind sogar auf dem Teil, weil wir haben hier ja noch die Kreuzung. Ja, aber wo stehen wir in der? Da geht's nicht weiter. Ja, stimmt sogar, da ging's nicht weiter. Deswegen konnten wir da nicht langfahren. Warum konnten wir nicht nach oben? Okay, weil er hier nicht reingefahren ist. Aber hier müsste theoretisch eine Straße nach rechts gehen. Nicht, dass wir falsch stehen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich das besser herausfinden soll. Ich glaube, wir stehen zu beiden Seiten gleich weit weg. Eine Autolänge, zwei, drei, vier, vier Autolängen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Autolängen. Also eher hier als da, Finish 4,68 Meter. Ah, ist gar nicht so leicht. Okay, hier sieht man nicht, dass die Straße oben drüber verläuft. Das ist das Problem. Ah, das war gar keine Straße, sondern Schienen. Und die sind hier so leicht angedeutet. Okay. Ja, den Flughafen hätte ich niemals erkannt, oder? Okay, weiter zu Runde 2. Noch sind wir relativ gut in der Zeit. Nur 24 Minuten gebraucht. Und wir sind... Ich wollte fast sagen Deutschland, nicht? Wenn man Baustellen sieht, denkt man sofort an Deutschland. Wir sind aber in Ungarn? Nee, Rumänien, nicht? Oder Bulgarien? Ah nee, das wäre eine andere Schriftart. Eine schöne Ecke.
wenn man die Zeichen auswendig kann, kann ich nur nicht, dann kann man genau herausfinden, es gibt nur, glaube ich, 3 Länder, die das so aufmalen. Andere, da gehen die Leute ja auf dem Zebrastreifen und andere neben dem Zebrastreifen, wenn man genau hinguckt. Daran kann man das eigentlich gut ausmachen. Aber ich kann mir sowas einfach nicht merken. Wer die letzten Streams zugeguckt hat, habe ich ganz viel Flaggenraten gemacht während der Reise. Und ich kann jetzt sowas auf wie Bulgarien und Ungarn nicht merken, die Reihenfolge der Farben. Nicht? Ich weiß, welche Farben die haben, rot, grün, weiß. Aber ob weiß oder rot oben Ungarn ist oder Bulgarien, kann ich mir einfach nicht merken. Ich kann das 30 Mal hintereinander machen, ich mache es 50-50, nicht? Durch Zufall mache ich es einfach mal richtig, aber ich kann es mir einfach nicht merken, egal wie viel Mühe ich mir gebe. Das hilft uns hier auf jeden Fall nachher herauszufinden. Ist das nicht sogar polnisch dann, UL? Bin ich zu weit südlich mit Bulgarien, Ungarn? Wir gucken mal auf die Werbung. Polen. Okay, wir sind in Polen. Manchmal kann es auch so einfach sein. Wir fahren mal ein Stück dem Bus hinterher. Der Bus wird nicht dahin fahren, wo nichts ist. Ne? Ein Bus fährt immer dahin, wo was los ist. Was ein bisschen blöd ist, dass man in Polen nicht ranschreibt, wo man rein oder rausfährt. Also selten, nicht? Da steht immer nur dieses Schild, du bist jetzt in der Ortschaft. Manchmal, wenn man Glück hat, gibt es noch ein Schild dazu, aber das Schild ist doch eh das, was wir wollen. Die 352. Skorselek. 352. Warte mal. Da, hier sind 7. Fangen die hier an? 1, 2, 3. Dann wäre Posen 3. Ne, ist 1. Okay, 1, 7. Was hat denn Warschau? Warschau hat auch 7. Du hast 6. Danzig hat 2. Stettin hat 1. Breslau hat 3. Okay, 362, 347. Na, 34. 350. 57, 53, ah, wir sind wieder an der deutschen Grenze hier. In Görlitz, Seidenberg, aber wo ist Sorgelek? Oppelsdorf, Bad Oppelsdorf. Ah, eine russische Exklave hier unten oder so. Friedland in Böhmen. Wo geht denn die weiter? Geht die nur dieses Stück? Nee. Die muss hier irgendwo weitergehen. Ist die 94 auch die 352? Nee. Jetzt weiß ich nicht. Hier, Zorgschegeleck. Okay. Das steht hier zumindest dran. Dann ist Görlex Skörschgeleck. Keine Ahnung. Dann fahren wir mal in die andere Richtung vielleicht. Wir fahren einfach mal rein. Vielleicht gibt es ja einen Laden, nicht? Aldi Görschelek oder Aldi Görlitz. Ugucia Noitrova. 3.9. Kino. Hilft uns auch nicht. Ich muss sagen, ist auch mal ganz entspannt, keinen Wanderstream zu haben. Ey, da war ein Schild. Ah, nee, nur ein Container. Und dafür mal so wieder rumzureisen. Handlohe Eden. Zentrum Handlowe.
Manhattan. Ach, hier ist New York. Ah, deswegen finde ich es immer nicht. Sehr schöne alte Häuser auf jeden Fall. Ich kann nur kein Wort lesen. Da vorne ist noch ein Schild. Vielleicht hilft uns das weiter. Oh, er hat mich wieder gedreht. Ey. So, manuelles Klicken halt. Friedland, Tschechien. Ja, okay, macht ja Sinn. Wir sind ja hier relativ dicht an der Ecke und Friedland sehen wir wo? Ebersdorf, Friduantu, Friedland, hier. Ja, irgendwo hier in der Ecke hocken wir drin. Oplonus Trotschdier. Schönberg. Warum kann nicht Schönberg dran stehen? Parodjav. Parodjav. Das ist halt das Problem, nicht? Dass das alles übersetzt ist. Und wenn man Glück hat, sieht man dann was Passendes. Oder man kann durch Zufall die Sprache. Das ist natürlich auch sehr hilfreich. Aber ich bin froh, dass ich gerade so Deutsch kann. Hennersdorf. Hennersdorf könnte ja auch Poradjov heißen. Keine Ahnung. Da steht zumindest Paliv dran. Orlin. Wir suchen aber Oplono. Vielleicht ist Oplono Oppelsdorf. Hilft mir nicht wirklich weiter. Außer, dass wir nicht hier sein können, weil die 352 hier aufhören zu scheint. Manchmal springen die so, nicht? Dass die hier hinten dann weitergehen. Das wäre ziemlich doof. Aber aktuell würde ich sagen, wir müssen irgendwo hier sein. Vielleicht sind wir Randomise. Eigentlich müssten wir nach Westen fahren. Dann müssten wir ja relativ schnell an die Grenze kommen. Die haben auf jeden Fall Netto. Aus Dänemark den. Mit dem schwarzen Hund. Da stand doch eben irgendwas. Solo, achso. Tierklinik oder sowas. Oder Tierladen. Das hilft uns nicht. Oh, oh, EU. EU. EU ist immer hilfreich. Hallo EU. Was sagt ihr uns? Dondi Slask. Butaktani. Bugak. Chianganti. Das heißt, die Region, kann das sein? Wo ist denn hier in Polen? Da oben. Woiwodschaft Niederschlesien. Ah, hier, Brojtianti. Okay, vielleicht sind wir hier drin. Ja, hier ist der Netto. Okay, und da ist der Fluss. Das passt. Und das ist die Ecke. Sieht man richtig. Nicht? Man sieht sofort die Häuser. Das passt. Ich meine natürlich hier vorne. Da passt das. Okay. Da ist auch ein Schild. Man sollte sich öfter mal umdrehen. Und wir sind jetzt an der 352. Oder nee, wir fahren in beide Richtungen zur 352. Okay. Dann müssen wir ja nur noch den Straßennamen jetzt wiederfinden. U Kasimir Vilikio. Und die Stadt lag Richtung Westen. Also das lag Richtung Westen. Das heißt, wir könnten hier irgendwo drin sein. Kazimiero. Und in die andere Richtung sind wir sofort aus der Stadt raus.
Wir können also auch hier irgendwo drin sein. Kazimira. Fast. Viglieco, hier sind wir. Aber wie heißt die Straße, in der wir uns befinden? Da steht mal wieder nicht dran. Die nächste ist Josef Bempfa. Bemma, hier. Das heißt, wir stehen da. Und Richtung Westen geht's aber nicht. Na gut, doch, wir sind rein und dann sind wir da nach unten. Das passt schon. Und in die andere Richtung sind wir hier und rausgefahren. Okay, das passt auch. Dann müsste in die andere Richtung zu Gmunte Stadegro sein und dann haben wir's. Stadegro. Ja. Und wir stehen wir genau vor der Straße? Na, leicht versetzt, nicht? Richtung Westen. Da, Bengo. Na, ja, okay. Das Ziel ist irgendwo ganz anders. 8 Meter entfernt. Das ist ja schon eine Peinlichkeit, nicht wahr? Und damit geht's auf in Runde 3. Und ach, du kriegst die Motten. Das ist ja wohl der größte Scheißhaufen an Kabeln, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und das gleich im ersten Bild nach dem Start. Holy moly Macaroni. Ach, und so tief hängt noch. Eieieiei. Was ist denn das? Boah. Also, da. Ein bisschen sprachlos. Eiki, Peiki. Guckt euch das doch mal an. Ach du Scheiße. Stellt euch mal vor, ihr seid Mitarbeiter und müsst das beheben. Fahr mal raus, Leitung 3 ist kaputt. Leitung 3? Ja, Leitung 3. Aber da sind 13.000 Leitungen. Ja, wir sehen dich dann nächsten Monat wieder. Aber ich wollte heute Abend zu meiner Familie. Vergiss es! Find Leitung 3. Oh, Kack. Ja, so spontan hätte ich gesagt, nicht, wenn ich die Kabel sehe, das muss irgendwo in Indien sein. Oh, Mann. Three Cuts Mukata. Ich glaube, es ist wieder Taiwan oder so, nicht? Malugai Street? Oder Singapur oder sowas. Was? Da ist auf jeden Fall Maske. Oder ist es Südamerika? Pengerre? Aber in Südamerika, so eine Dinge habe ich echt noch nie gesehen. Eigentlich waren die da immer recht ordentlich. ja, gut. Prost da drauf. Ich meine, immerhin haben sie begrünte Hauswände. Eins muss man ihnen ja lassen, nicht? Sie tun was für die Umwelt, aber nicht für ihre Kabel. Eieiei. Aber ja. Europäer mittendrin, okay. Malugai Street. On-Demand Delivery. For Hire. Transport. Petron, sagt mir auch nichts. San Antonio, Barangay. Okay. San Antonio, Barangay. Barangay ist irgendwo hier, nicht? Was? Ist nicht Barangay die Insel hier? Und da Spanisch ist, würde es schon passen. Barangay. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir Barangay neulich gesucht hatten. Panay? Ich glaube. Wie heißt du denn hier? Steht nicht dabei. Mindano, Isla de Samar, Luzon,
Masbate. Palawan. Oder ist Barangay nur so ein Teilbezirk gewesen? Das kann auch sein. Okay, ein großes San Antonio. Ich glaube, die gibt es auch alle Nase lang, nicht? Barangay. Das kommt mir so bekannt vor, Barangay. San Jose. Das muss ja eigentlich Hauptstadt sein, nicht? Also von der Größe her kommt er eigentlich nur Manila in Frage. San Mateo, San Pedro, Santa Rosa, San Jose, Santa Maria, Santa Fernando. Okay. Aber vielleicht ist es doch Südamerika. Kriege ich irgendeinen Hinweis noch? OR, Portia, Deliver App. Ja, wir fahren mal weiter. Hat ein grünes Schild mit einer Aufschrift. Busstop, Hybrid. Aber da steht Philippines, nicht? Okay. Da habe ich Barangay zumindest korrekt zugeordnet. Aber die Stadt hat ja alles, vor allem Kabel. Hochbahn, hochgelegene Autobahn, Straßennamen, auch sehr wichtig. Oh, wir sind auf die Autobahn gekommen. Das ist natürlich richtig gut. Richtung Westen sogar Hochhäuser und ein Burger King. Man sieht sogar, selbst die haben nicht auf der Straße Fahrradwege. Und bei uns, Fahrradweg. Ich fühle mich eingeschränkt, wenn da ein Fahrradweg ist. Geht nicht. Und hier haben sie selbst auf der Autobahn Fahrradwege. Buses closed, vans with valid swap. Prohibited Skyway Entry. Oh nee, okay, Fahrräder sind doch verboten. Und was auch verboten ist, Fußgänger und ganz wichtig, Tiere. Ja, also wenn wilde Tiere auf die Autobahn laufen, das ist verboten. Aber nur wenn sie unter 400 CCC haben. Das heißt, ein Tier, der laut genug gröhrt, der dürfte da drauf laufen. Und lange und weite Ladungen sind verboten. Also so eine ganz schnelle Ziege dürfte drauflaufen. Share the road. Ja, ist ja auch gut so. Der Sonnenstand hilft uns nicht viel, nicht? Oder? Nee, der Sonnenstand hilft uns nicht viel. Entschuldigen Sie, Sir, Sir, haben Sie das Schild nicht gelesen? Sir, Sir, das Schild da unten, Sir. Bitte gehen Sie nochmal das Schild da lesen. Ja, wirklich. Kaum schreibt man hin, keine Fußgänger. Was macht der? Er läuft drauf. Ja, das ist das Nervige, nicht? Google ist nicht dafür gemacht, 3D hier abzubilden. Immer wenn ich drücke, dann komme ich auf irgendeine random Straße halt. Naja, aber ich habe doch Philippinen schon gesehen. Habe ich doch gerade schon drüber geredet. Das Barangay, dass wir das gefunden haben. So, was wir nicht gefunden haben. Ist der Name der Stadt, nicht? Also, dieses San Dings, was wir hatten, San Antonio Amorsolo. Gucken mal. Sehen wir hier ein Amorsolo?
Dillmann, Project 8, Tondo. San Miguel, San Isidor. Da wurde Herr der Ringe gedreht, ganz wichtig. Ich meine, die haben so eine krassen Ausläufer, die Stadt, nicht? Man könnte auch hier unten irgendwo sein. Das ist ja das Problem. Ja, wir sind in der Hauptstadt, das ist schon klar. Hätte ich auch schon, allein weil die eine U-Bahn und eine Hochbahn haben. Das Problem ist, die Hauptstadt ist ein bisschen größer in den Philippinen. Das ist halt nicht so ein europäischer Maßstab. Und hier liegt auch Venezuela. Also die haben ganze Länder hier drin in ihrer Hauptstadt. Das Problem ist, du siehst halt auch nicht diese übereinanderliegenden Straßen so gut. Wobei ich schon echt glauben würde, dass wir hier gerade irgendwo aufgefahren sind, so an der Stelle. Wasser und so sehe ich halt nicht. Das ist ein Hubschrauber, hilft uns aber auch nicht weiter. Häuser sehe ich überall. Oh, guck mal, da ist noch eine Auffahrt über unsere Auffahrt. Wir fahren Nord-Süd. Und da könnte die Auffahrt von da rankommen. Das, ja, ich glaube, wir sind jetzt genau hier dann. Wenn ich hier einen Burger King sehe, die könnte irgendwo ein Burger King, Burger Machine. Gut, die Bilder können alt sein. Eventuell gibt es das Burger King nicht mehr. Oder das war auf der Seite, weiß ich nicht. Hier sind sehr viele Essensläden. 7-8. Sieht für mich aber nach einer validen Ecke aus. Amo Solo wäre Norden, Osten, Süden, Westen. Dann müsste ja hier Amo Solo liegen. Das Problem ist, das wird nicht immer alles hingeschrieben. Tondo würde ich hier vermuten wegen dem Krankenhaus. Malubon. Und auf der Seite geht die Straße nicht weiter. Deswegen ist das hier, Mama, die geht nach Osten aber weg. Dann sind wir auf der Seite, oder? Ja, da. Unsere geht Nord-Süd. Und die geht nach Osten weg. Und die kommt da vom Westen. Ja, okay, das passt nicht ganz. Das heißt, wir könnten hier sein. Aber dann müssten wir ja das. Na, obwohl, die Häuser sind groß, dann sehen wir das Wasser nicht. Aber dann wären wir übers Wasser gekommen. Weil hier sind gar keine Straßen, das passt also auch nicht. Wo haben wir denn noch so eine Situation, wo nur von Osten was rankommt an die Autobahn? Hier vielleicht noch. Und da sind auch Schienen drunter. Das macht Sinn. Und da müsste Amo Solo Richtung Osten liegen. Sehe ich trotzdem nicht. Haben wir sonst noch mal so einen Ort? Ja, wer weiß, wo das wirklich liegt oder ob nachher ist es nur ein Straßenname. Warte mal, wenn wir jetzt hier runterspringen, dann müssten wir hier auf dem Aurora Boulevard kommen. Vielleicht hilft uns das weiter. Oh. Oh, warte. Welcome to Escarway Stage 3. SK, hier ist AI. Das R.
Wie heißt du? Resali Avenue? Du bist eine Avenue? Das ist die R10. Ach, Skyway, nicht? Okay. Ich glaube kaum, dass hier irgendwo Skyway dran stehen wird. Malacca Highway, Abendiso, Squesion, Connection Road, Road 10, Skyway, hier. Aber wer weiß, vielleicht heißen die an anderen Stellen auch Skyway. Wo sind wir? Hier wären wir gerade. Hier heißt das Ding Philippine Highway. Okay, nee, da müssen wir auf dem Sky Highway sein. Und darunter ist auch Metro. Passt auch. Und jetzt von Osten kommt eine Straße ran. Könnte also hier sein. Das heißt, die Arnais Avenue müsste hier unter uns sein. Osmia Highway. Das sieht gut aus, oder? Arnais Avenue. Arnais, ja. Okay, wir sind also hier und wir kamen von hier irgendwo. Dann können wir zurückgehen. Ich meine, hier ist ja auch irgendwo Innenstadt. Ah, oh, jetzt sind die Straßennamen geblurrt. Malugai, Ecke, Rock. Malugai, Ecke, Rock. Malugai. Rock, hier. Hier heißt das schon wieder andere. Aber die Chino Rock. Naja, Chino Rock Avenue. Ja, passt schon. So, unsere geht ja an der Stelle, wo wir sind, eigentlich recht stark Nord-Süd. Aber Malugai ist jetzt, wir sind nicht an der kleinsten Straße. Ich hätte schon erwartet, dass die genau die gleiche Größe hat in etwa. Und die anderen hier haben gar keinen Namen. Hier Nord-Süd. Und unsere geht auch in beide Richtungen weg. Auch ein bisschen länger. De La Rosa, Urban. Malugai, hier. Da sind wir. Und wir stehen Richtung Süden guckend. Südost guckend. So stehen wir hier. Oh, da standen wir. Ach ja, Südosten. Ich habe Südosten und Westen wieder verwechselt. Ihr sagt aber auch nichts. Puh, haben wir es auch geschafft. Und damit kommen wir zu den Results. 54 Minuten. Puh. Erste Runde, aber gut gelaufen, würde ich sagen. Wir haben die 18.000 Punkte geknackt. Taiwan in 23 Minuten, Polen in 11 Minuten und Philippinen in 18 Minuten. Puh, 12 Minuten Polen. Das war's. 52 Minuten, wir haben's geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu einer weiteren Folge Geotastic 18K.